echte Bibi gekommen. Ja. Ich hab kein Bibi für den Zwerg. Das ist nicht so gefährlich. Aber das ist so. Das ist ein Freundformat, ne? Thank you.
Lass mich kosten. Wir wissen hier nach, muss man sagen, also die brauchen halt diesen Bambus, der ist halt wirklich für die Tiere überlebenswichtig. Und da ist doch in diesen Revieren wirklich komplett einzelgängerisch leben. Man sieht immer, kann das zusammen oder halt in der Gruppe, sondern immer nur einzeln. Deswegen sind die Tiere ja auch das ganze Jahr über alleine und können halt nicht nur diese drei Tage dann zusammen.
hier ein paar Stunden, um sich halt vorzubereiten. Ansonsten kümmern sie sich gar nicht umeinander. Die sind da nicht so wie andere Tiere oder halt auch die Menschen. Die brauchen nicht diese Bezugsperson oder diese Wärme von anderen Tieren. Ja, und dann ist es halt so, dass sie natürlich Verantwortung haben an den Bambus, um den halt oder der Bestand hat wirklich reguliert. Und wir hoffen jetzt einfach hier zu Berlin, dass wir dieses Jahr hier auch vielleicht zum Nachwuchs haben und dann halt auch hier wissen, was zum Arterhalt natürlich auch beitragen können. Das ist hier so hier in die nächste Generation. Und ich hoffe natürlich, dass es auch funktioniert. Ja, sonst, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, könnt ihr gerne nochmal zu mir kommen und mir ein paar Fragen stellen über unsere Brandlast. Ansonsten wünsche ich einen schönen Tag hier zu Berlin und auf Wiedersehen. Dankeschön. How big is that?